An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an der Vogelstiftung für die großzügige zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten und der Technik. Für die auch ein ganz herzliches Dankeschön. Ganz kurz zum Council. Die Ziele des Council, den haben wir vor 4 Jahren gegründet, sind auf der einen Seite Künstler und Designer sichtbar zu machen und zu fördern. Zum anderen gesellschaftliche Entwicklungen aufzuzeigen, Problemlösungen zu finden und diese einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das wäre der Rat heute Abend. Als gemeinnütziger Verein finden wir unter anderem großzügige Unterstützung durch das Bayerische Ministerium für Wirtschaft und Energie. Deshalb herzlichen Dank an unseren Vertreter, unseren MBL, Volker Halbleib, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf. Und an ihn darf ich jetzt auch gleich das Mikrofon weiterreichen. Es ist hier fest, man muss also hochmachen. Danke. Demografischer Wandel heißt ja nicht nur, wir werden älter, sondern
verschwunden und viele Bürgerinnen und Bürger stehen dem damit beschriebenen gesellschaftlichen Wandel verunsichert und manchmal auch ohnmächtig gegenüber. Zu dieser seit etwa 15 Jahren festzustellenden Zeitdiagnostik kommen jetzt noch die Nachwirkungen, Auswirkungen und Auseinandersetzungen mit der Pandemie und ihren Folgen dazu, die auch unsere Gesellschaft nochmal polarisiert und herausgefordert hat. Jetzt der Krieg von Putins Russland gegen die Ukraine, der die Transformationsprozesse weiter anheizt und auf Jahre Unsicherheiten in der internationalen Entwicklung gründet. Da tut es gut, jemanden so wie Matthias Horst bei uns zu haben, der uns Orientierung geben kann, auch seine Gedanken zu geben, seine Perspektiven in dieser Unsicherheit und in diesem Szenario. Der dritte Grund, warum ich mich freue, dass Matthias Horst auch bei uns ist, ist regionaler Natur. Denn auch für die Zukunftsherausforderungen in der Region Würzburg, von denen es viele gibt, können die Gedanken von Matthias Horst wichtige Impulsgeber sein, in welcher Haltung diese Herausforderungen angegangen und bewältigt werden können. Ich will nur einige nennen. Der Klimawandel ist in der Region Würzburg mit Händen zu greifen. Mit einer dramatischen Verschlechterung des Waldzustandes um Würzburg herum, im Befall von Grundwasserständen und der Überhitzung der Bodenhöhlen in der Stadt. Durch die topografische Lage der Stadt leidet Würzburg massiv unter dem Individualverkehr und braucht dringend eine regionale Verkehrsentwicklung. Wohnungsmangel und Mietpreisentwicklung treffen Würzburg fast so stark wie die Metropole München. Die Industriearbeitsplätze und mit ihnen die Arbeitnehmer in Mainfranken stehen vor der Herausforderung von Transformationen, beispielsweise im Bereich der Automobil-Zulieferindustrie und die Integration von Flüchtlingen in der Region bleibt eine dauernde Herausforderung. Zugleich hat diese Region Würzburg aber doch ein sehr starkes Potenzial, gemeinsam Lösungen für diese und andere Herausforderungen zu entwickeln. Würzburg ist ein starker Wissenschafts-, Forschungs- Bildungsstandort. Würzburg ist ein starker Gesundheitsstandort mit der Uniklinik an der Spitze und einer umfassenden medizinischen, sozialen und auch psychosozialen Infrastruktur. Würzburg hat ein starkes Gründernetzwerk, viele kreative Köpfe und stellt sich den Herausforderungen der digitalen Transformation. Und Würzburg, Region, verfügt über eine starke Zivilgesellschaft und starken Mut. Die spannende Frage ist, die wir gleich wollen haben, auch gemeinsam eine Antwort finden können, wie bringen wir diese starken Potenziale möglichst stark zur Geltung und wie können wir die Impulse von Matthias Horst regional wirksam werden lassen. Ganz im Sinne von Willy Brandts Worten, die beste Form, die Zukunft vorherzusagen, ist sie zu gestalten. Sie sehen, ich bin gespannt auf diesen Abend und darf mich sicher auch in Ihrem Namen ganz herzlich für die Initiative für diese Veranstaltung beim Council für Kunst und Design Würzburg, dem ich seit langem persönlich verbunden bin, und natürlich auch bei der Vogelstiftung Dr. Eckernbaum und bei Dr. Gunter Schunk, für den das gleich gilt, ganz herzlich bedanken. Wenn es in dieser Stadt neue Blickwinkel und Netzwerke braucht, so sind das Council und die Stiftung häufig mit dabei. Ich hoffe, dass das weiter so bleibt und dass wir in der Region davon. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und uns einen spannenden Abend. Vogel-Stiftung ist Mitveranstalter heute, Sie haben es gehört. Ich sage mal, kein Wunder,
aber seit Mitte der 1970er Jahre mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt hat. Und viele von Ihnen werden auch das wissen, er hat 1978 die erste große europäische Computerzeitschrift namens CHIP aus der Taufe gehoben. Und hier, wo Sie sitzen, standen früher die Rotationsdruckmaschinen und haben diesen CHIP millionenfach gedruckt. Also die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung war ganz in seinem Sinne und da ist es nur logisch, dass die Vogel-Stiftung sich mit der Zukunft auseinandersetzt und intensiv Digitalisierungsfragen und digitale Ethik diskutiert. Und das machen wir auch schon seit einigen Jahren an unserer Hochschule, wo wir Forschungsprojekte rund um das Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung fördern. Übrigens hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder genau vor einer Woche hier auf dem Vogel Campus von der Fachhochschule des Schweinfurt das sogenannte Kairo eröffnet. Das wird hier auf dem Gelände in 3 bis 4 Stockwerken eingerichtet und Kairo steht für Center for Artificial Intelligence and Robotics, also das Forschungszentrum für künstliche Intelligenz der Fachhochschule. Ja, liebe Gäste, die Vogel-Stiftung möchte helfen, Leitlinien und Orientierung zu finden in diesen bewegten Zeiten und dabei auch die guten Seiten der Digitalisierung fördern, die uns Menschen helfen, die Zukunft besser zu machen. Und das genau jetzt, in der guten Zeitwende, wie viele sagen, schauen Sie auf der richtigen Zeitpunkt, um über gemeinsame Zukunft zu sprechen. Wie gut trifft es sich doch daran, dass wir einen renommiertesten, bekanntesten und einflussreichsten Zukunfts- und Trendforscher heute hier haben. Und noch dazu hat er passenderweise ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Die Hoffnung nach der Krise. Wobei man fast fragen kann, welche Krise? Wir haben es seit 2009 die geschehene Krise, da weiß man nicht, wie es weitergeht. Aber heute geht es sicher auch von der guten Idee her bis zu diese postpandemische Neuaufstellung, wohin geht die Welt jetzt. Liebe Gäste, Matthias Wachs wurde 1955 in Düsseldorf geboren. Er studierte Soziologie, war viele Jahre Journalist und Redakteur. 1998 gründete er das Zukunftsinstitut mit Sitz in Frankfurt und eine Zweigstelle in Wien, wo er aktuell seine Familie lebt. Lieber Matthias Wachs, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier bei uns in Würzburg sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und ich wünsche Ihnen allen große Worte und viel Spaß. Dankeschön. Ja, Sie sehen, da gibt es ganz viele Antworten dazu.
wissen aus der Zukunftspsychologie, dass Menschen, die sich bedrängt fühlen, die ein Problem in ihrem Leben spüren, ein existenzielles, wer tut das nicht, das eher kurzfristige sehen und dass es Menschen, die ein sehr festes Weltbild haben, sehr in die Zukunft verschieben, in 10 Jahren. Weil in 10 Jahren kann es häufig passieren und vor allem, wenn wir uns bis dahin verändert haben, also wie dann die Zukunft aussieht, wie wir sie beobachten, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, was die Konfiguration der Zukunft im menschlichen Geist eigentlich ist. Was ist das? Das ist ja ein Zustand, den ich erreicht habe. Im Moment, wo die Zukunft erreicht wird, verwandelt sie sich in Gegenwart. Und deshalb können wir im Grunde genommen über Zukunft nur nachdenken, indem wir den Wandel verstehen. Und der Wandel ist natürlich etwas, was immer gegenwärtig ist und zum Zukünftigen führt. Und die Zukunft hat eine lange Geschichte, auch mein komischer Beruf hat eine lange Geschichte, das beginnt mit den Propheten der Antike oder es geht noch weiter zurück in die Schamanenzeit, dem Orakel von Delphi, das oberste Motiv, wenn man Delphi besucht, das kann man ja heute noch, kann man auch diese Inschrift sogar sehen, die über dem Tor stand, Noticea tot, erkenne dich selbst. Und sie kann eben auch als ein Spiegel funktionieren. Wenn wir mit diesem Spiegel gut umgehen, dann können wir vielleicht uns selbst damit verändern. Und das ist das, was wir versuchen in unserem Institut. Wir sind inzwischen 50 Mitarbeiter. Wir arbeiten in der Visionsentwicklung für mittlere und große Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Das ist ein hartes Brot. Das ist eben keine Beratung im klassischen Sinn, sondern es ist ein Prozess. Wir machen Events, wir machen viele Studien über Zukunftsthemen. Und dabei stellt sich eigentlich immer die Frage nach dem Verhältnis, das wir zu dieser Kategorie des Kommenden haben. Es gibt ja zwei große Zukunftserzählungen. Das eine ist die Erlösung, die bildet sich im klassischen Zukunftsbegriff immer an Technologie. Um es etwas salopp auszudrücken, wir sind zu blöd, aber die künstliche Intelligenz wird uns klüger machen. So eine klassische Erzählung. Ich nenne das immer das Kindchenschema der Zukunft. In meiner Jugend wusste ich immer, wie die Zukunft aussieht. Also Flugauto, über diese schöne Uniform, Leben auf dem Mars und unendliche Süßigkeiten. Das war so, in gewisser Weise hat das nie aufgehört. Wir erwarten von der Zukunft entweder eine Lösung oder Untergang. Und in den psychologischen Studien, die man darüber machen kann, glauben heute 75%, ungefähr 75% der Deutschen, dass wir eigentlich keine Zukunft haben. Und das zu Ende geht, die Menschheit. Also hier in diesem Saal natürlich niemand. Aber das will ich auch ein bisschen herauskitzeln. Den inneren Untergangsgott, der ist ja, oder den Untergangstroll, der uns begleitet. Versuchen wir mal ihn kennenzulernen. Versuchen wir uns da ein wenig hinein zu denken. Wir leben in einer Zeit von Krisen. Ich frage mich nur, welche Generation oder welche Zeit hat das eigentlich nicht gefragt. Also in meiner Jugend, in den 70er und 80er Jahren, war die Gesellschaft ungeheuer aufgewühlt. Ich komme aus der Sportiszene Frankfurt. Dort ging es rau und lustig zu. Bis heute hat sich dann auch nichts geändert. Und gleichzeitig war die Gesellschaft auch zerrissen. Wir hatten so etwas wie Atomkriegsangst oder Angst vor dem Faschismus, der deutsche Herbst, dass die Rote Armee-Fraktion ihren Finale dort, einige von Ihnen haben das vielleicht noch im Gedächtnis. Und deshalb ist ja die Frage, was bedeuten eigentlich Krisen, aber wann sind Krisen und wie hängen sie miteinander zusammen? Und ich glaube, man kann sich dem Phänomen der Krise, was das eigentlich ist, es gibt ja persönliche Lebenskrisen oder auch in der Gesellschaft, am besten vielleicht mit Bildern nähern, die auch eine andere Seite zeigen. Das ist ein Bildband, den ich sehr liebe und immer wieder durchblättere, weil er so eine Art Trance der Wahrnehmung erzeugt über das, was in der Corona-Zeit gelaufen ist. Das sind die besten Fotografien über die Corona-Zeit, über die letzten 2 Jahre. Und die Frage dabei ist, wie hat diese Pandemie, dieses Geschehen, unsere Blickweise verändert? Also wir wissen ja unheimlich darüber viel. Also
die die Talkshows gesehen haben, hat sich die Gesellschaft heillos zerstritten. Es war ein Desaster, es war furchtbar. Es gab auch viele Opfer, das wissen wir, aber was ist wirklich in dieser Zeit passiert? Und wer ist die andere Seite von solchen Phänomenen? Es gibt immer diesen flachen Satz, jede Krise ist auch eine Chance, und ich mag den überhaupt nicht, weil er irgendwie verantwortungslos ist. Krise ist natürlich auch erstmal ein. Aber was heißt das? Die Welt mit anderen Augen sehen. Und Krisein heißt letztendlich in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes Transformation, Entscheidung. Zum Beispiel leere Städte, ich habe das auch so gegangen, jetzt mal durch Würzburg gegangen, als niemand raus durfte. Ja, so die Stadt völlig leer. Unfassbar, wie anders die Wahrnehmung war. Also ich war in Venedig im Sommer 2020 und da gab es 3 Kellner und 20 Touristen, ich war einer von denen. Und das war großartig, in dieser Stadt, die eine ganz andere Sprache hat, die plötzlich wie nach einem Nuklearkrieg entleert oder in einem virtuellen Szenario dort war, eine ganz andere Sprache in sich hatte. Und in der Zeit, in der Zwischenzeit, sind erstaunliche Dinge gelaufen in dieser Stadt. Es gab eine große, fast eine Volksbewegung der verbliebenen Venezianer, die gesagt haben, wir wollen nicht, dass der alte Tourismus zurückkommt. Und jetzt drängen sich natürlich wieder Touristen dort. Aber es ist etwas anders geworden. Es gibt zum Beispiel diese großen Schiffe nicht mehr, die großen Kreuzfahrtschiffe, die man eben 3000 Leute da schon einmal entlassen. Diese Stadt ist ja erstickter Overtourismus. Und das wird in dieser Form so einfach nicht mehr wiedererkennen. Also da hat sich etwas verändert über veränderte Wahrnehmung, weil plötzlich das Problem so sichtbar wurde. Dass aus der Sicht der Krise hat sich das alte Normal als unnormal erwiesen. Bei ganz vielen Punkten. Und natürlich wurden wir verängstigt von den Symbolen dieser Zeit. Das Kommunizieren über die Balkone, Sie erinnern sich, alte Frauen, die Musik machen auf dem Balkon. Das wurde dann von den, wie immer, unglaublich konstruktiven deutschen Medien sofort als, ja, das hat ja keine Bedeutung, das geht ja schnell vorbei, abgetan. Aber das ist Widerstand. Das ist Widerstand des Lebendigen in dem Moment, wo ein Symptom einsetzt. Und das ist etwas Menschliches, was einen auch eben Hoffnung machen kann. Aber eben auch die andere Reaktion, wenn man der Angst folgt und der Idee, dass man das, die ganze Welt kontrollieren kann, dann kommt man in diese Falle, in der heute die Chinesen geraten sind. Die wollen es ganz richtig machen. Wir wollen es ja auch mal ganz richtig machen, keine Fehler machen. Und darüber haben wir uns zerstritten, aber es gibt in Krisen kein ganz richtig. Und das auszuhalten ist ungeheuer schwer, weil Krisen sind Kontrollverluste. Und Kontrollverluste weisen uns aber darauf hin, dass wir vielleicht nicht über die Kontrolle über die gesamte Welt haben, sondern in irgendeiner vielleicht komplexeren Beziehung stehen. Im Grunde genommen, weil das Virus ja so etwas wie ein Statement der Natur. Ihr seid im Menschen Teil der Biosphäre. Wir als Viren, wir sind auch da und wir bleiben. Da kann man nicht einfach nur binden, das geht nicht einfach weg. Und die Frage, die wir dann als ein Menschenbild betrachtet haben, was ist der Mensch? In China wird das einfach funktional beantwortet. Solche Polizei, zack, rein. Und das ist, wenn man so will, ja das Verantwortlichste. Sagt ja auch die chinesische Führung, sagt, wir sind eine starke kommunistische Partei, wir kümmern uns um jedes Menschenbild. Dabei werden ganze Lebensvitalitäten dabei zerstört. Und auch solche Krisen haben eben oftmal etwas Wunderhaftes, dass die Dinge, die man nicht erwartet hat, weil man natürlich in der Einstellung immer das Schlimmste erwartet. Das ist eine 100-Jährige, die Covid überlebt hat, was man kaum für möglich hielt bei ihrer Entlassung. Und solche Bilder, die etwas zeigen von der Kraft, die im Menschen liegt, die kann man im Grunde genommen nur dann erleben, wenn nicht alles gleichförmig und in die gleiche Richtung. Wenn unsere Routinen unterbrochen sind, wenn wir in Frage gestellt sind. Und was uns doch besonders gezeigt wurde, war vielleicht das, was man das Soziobiom nennen könnte. Das ist ein wunderbarer Ausdruck des englischen Evolutionspsychologen Jeffrey Herth. Der hat gesagt, ja danke, das ist wunderbar. Der hat gesagt, wir leben alle in einem Biom.
Also wir sind ein soziales Büro. Dieses wurde uns durch Corona gewissermaßen zur Verfügung gestellt, wurde uns gespiegelt. Und das Biom ist eben so, wie wenn in unserem Organismus ja auch Mikroorganismen leben, sonst könnten wir gar nicht überleben. Wir sind verbunden mit den verschiedensten Ebenen unserer Existenz im sozialen Leben. Und wir haben eben gespürt, wie Menschen vereinsamen, wie dieses Biom nicht funktioniert oder wie es sich auch rekonstruiert. Von Ihnen haben vielleicht auch einige die Erfahrung gemacht, dass in dieser Lockdown-Zeit die Intensität zwischen Menschen auch zunahm. Man hat natürlich aussortiert, wer ist wichtig für einen, wer nicht. Und dadurch haben wir einen Selbsterfahrungsprozess gemacht, weil vielen Menschen ist das vielleicht nicht gelungen, konnten das nicht in dieser Art und Weise erfahren. Aber ich zum Beispiel, wir haben in unserer Familie so ein, zwei Monate einen Zwangslockdown gehabt, drei Generationen, und das war wahnsinnig intensiv, weil es uns etwas ermöglicht hat, was wir sonst gar nicht machen können oder wollen. Wir sind Individualisten, wir gehen uns gerne aus dem Weg. Das war dann nicht mehr möglich. Wir werden uns trotzdem gerade in dieser Situation so intensiv erfahren. Und man kann auch in der körperlichen Isolation sehr verbunden sein. Und man kann auch gerade dann Sprünge der eigenen Lebensintensität machen. Man kann zum Beispiel dann ein Konzert zu einem Wald machen. Wie kommt man denn auf eine solche Idee? Das kann ja nur durch eine solche Krise entstehen. Und der Wald, wenn man das genau anschaut, ist ja eine Metapher für die Natur. Wir machen ja ein Konzert dem Wald gegenüber. Man sieht, wenn man den Wald anschaut, wie schlecht es sich dabei geht. Ich glaube, wir nutzen die falschen Instrumente. Und all diese Dinge, bewusst oder unbewusst, damit konfrontieren uns Krisen. Die Welt sieht plötzlich anders aus. Und in diesem Staunen entsteht Wandlung. Kann Wandlung entstehen. Aber das heißt auch, dass wir die Angst überwinden müssen oder loslassen müssen, durch sie hindurchgehen müssen. Angst ist ja etwas, was uns von der Evolution gegeben ist, um uns zu warnen. Aber wenn wir in der Angst stecken bleiben, dann sind wir auf Dauer nicht in dieser Art und Weise vital, wie wir das als Lebewesen brauchen. Und dasselbe gilt im Grunde genommen auch für diese unfassbare Rückkehr der Gewalt, der militärischen Gewalt, wo alle sagen, ich bin fassungslos. Also geht es Ihnen auch so, dass Ihnen zu Putin nichts mehr einfällt? Es ist eigentlich alles gesagt. Was soll einem dazu noch einfallen? Wir können auch nicht mal Talkshows machen, zu fragen, wer ist schuld an Putin. Aber kann man schon schön spielen. Auch eine interessante Frage, wer ist schuld an Putin? Also wir wollen ja immer wissen, wer schuld ist. Aber vielleicht können wir das gar nicht beantworten, aber wir können auch etwas anderes sehen, nämlich den unfassbaren Widerstand der Ukraine. Und darin die menschliche Größe. Und ich glaube eben auch die Kraft der Zukunft erkennen. Das sind Bilder aus der Ukraine. Oder das hier ist eins aus Frankfurt, spontan entstanden am dritten Tag des Einmarsches. Und diese Ikonografien, die haben eine unglaubliche Kraft. Ja, Land Art. Darüber gibt es auch schon Bildbände, fantastisch, können Sie im Internet, wenn Sie mal sich anschauen, Resistance Against War in Ukraine, gibt es eine wunderbare Webseite, mit einer unfassbar kreativen Künstlerszene. Und gerade die Verletzlichkeit des Menschen wird in dieser Situation zu einer ungeheuren Stärke. Verletzlichkeit ist in Wirklichkeit Stärke. Und das sollte nicht vergessen, das ist auch etwas, was uns die Krise eben lehrt. Und wir sind in einer Art, wir nennen das eine Omnikrise. Ich sage ja Leute, gerade Multikrise, Omnikrise. Omni das Ganze. Wir glauben, dass diese Krise, denn wir durchlaufen in Wirklichkeit eine einzige ist. Und diese eine einzige ist eben ein Hinweis auf einen epochalen Wandel, der sich durch Krisen erzwingt. Krisen bedeuten ja, es geht nicht mehr weiter in die andere Richtung. In dieselben geradlinigen Richtung. Und das gilt auch für den Krieg. Der Krieg ist ja, wenn man so will, ein Höhepunkt oder vielleicht sogar ein letzter fossiler Krieg. Russland geht dort in eine Auseinandersetzung, weil es weiß, dass es ein fossiles Gesellschaftsmodell ist, ja auf Extraktion basiert, also auf der Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, die die Atmosphäre bringt, dass sie das nicht halten können, dass sie aber auch keine Gesellschaft entwickeln konnten, die das überwindet. Und das ist, glaube ich, die Verzweiflung, die sich
auch diesen Gewaltakt vollzieht. Wie hängt das miteinander zusammen? Krieg und Hasskultur im Internet und jetzt auch noch Inflation. Ja, Inflation ist ja so ein Schreckgespenst für uns, gerade für uns Deutsche und für Großeltern haben zumindest erzählt, die Butter dann 3 Milliarden Mark kostete. Aber man kann Inflation auch ganz anders sehen. Ich würde gerne bei einer Talkshow gehen. Ich versuche das immer wieder, ich werde nicht eingeladen. Und sage, Inflation ist der Hinweis dafür, dass früher alles zu billig war. Das Öl war zu billig, das Schweinefleisch war zu billig, die Flüge waren zu billig. Versuchen Sie das mal. Sie werden natürlich sofort moralisch geschossen. Aber im Grunde genommen ist das ja so. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles immer billiger wurde, auch das Geld. Weil das Gesetz der Rationalisierung, der Effizienz, Effizienz ist eben was ganz anderes als Effektivität. Effektivität ist das, was die Natur hat, was sich in der Verflechtung und Verwebung von gegenseitigen Wirkungen zeigt. Aber Effizienz ist so, wie wenn Sie aus einem scharfen Mann herauspressen wollen. Blasen Sie so nach außen, das platzt. Und diese Dinge gehören zusammen. Auch diese unfassbaren Ströme von Hass, Niedertracht im Netz, das sind Verzweiflungen, Verzweiflungen. Menschen spüren, dass wir am Ende eines Zyklus angekommen sind und dass ein neuer beginnt. Und im Negativen kann man das alles als eine Art zusammenhängende Kausalkette sehen, an der man verzweifeln kann. Aber die Kunst wäre ja jetzt, die Zukunft zu erzeugen in uns, das umzudrehen und diese Verzweigung in eine positive, in eine grüne Linie zu bekommen. Wir sind in einer turbulenten Zeit zwischen zwei Normalen. Die Geschichte geht immer so, sie stabilisieren sich, auch die Stabilisierung selbst ist unruhig, hat schon angefangen, es gibt keine Statik im Leben, nicht in der Evolution nicht. Aber dann gibt es so Phasen, in denen die Systeme quasi auseinanderlassen und dann stabilisiert sie sich irgendwann wieder neu. Das haben wir in unserem persönlichen Leben ja schon oft erlebt. Sie kennen das, unser Leben wird so alle zwischen 7 und 15 Jahren mit einer Krise, ja, trotz Phase, Pubertät, bei vielen Leuten dauert die Pubertät bis zum Lebensende. Dann Ehekrise, Berufskrise, was können wir noch alles. Und wenn es keine Krise gibt, ist das Leben ziemlich flach. Ja, stellen Sie sich vor, es gibt keine Pubertät. Ach, wäre das schön, weil mein Vater ist nicht und so. Wir alle waren ja auch selber. Stellen Sie sich vor, was unsere menschlichen Zivilisation wäre, wenn es keine Pubertät gäbe. Wenn die Kinder nicht sagen würden, wir machen das ganz anders. Dann würden wir auch ziemlich flach da sein. Wir versuchen zu verstehen, wie die dynamischen Prozesse in der Welt auf den verschiedenen Ebenen verlaufen. Auf der Ebene der Gesellschaft, auf der Ebene der Ökonomie, auf der Ebene der Ökologie, auf all diesen Dingen. Und dafür nutzen wir Tools. Wir entwickeln quasi Tools, um Zukunft zu verstehen, die dann entstehen. Und eine davon ist die Megatrend-Map, das ist so eine Art U-Bahn-Bahn, in der Sie in der Mitte so die aktuellen Wordings, die Phänomene, die uns momentan eben bewegen, denken wir so einfach etwas wie künstliche Intelligenz, das würde da in der Mitte stehen, das sind mittelfristige Trendphänomene, die vielleicht 20 Jahre Halbwertszeit haben. Und an den Endstationen sind die großen Megatrends, die mehrschichtigen, langfristigen gesellschaftlichen Veränderungen. Also Gender Shift, Veränderung der Männerbilder, Frauenbilder, also wenn man so manche Politiker oder CEOs in den großen Unternehmen sieht, haben wir auch das Gefühl, da passiert seit 2 Millionen Jahren gar nichts. Und jetzt schon wieder nichts. Aber es passiert trotzdem eine ganze Menge in den Rollenbildern zwischen Mann und Frau, kann man glaube ich schon sagen. Silver Society, die einfache neue Arbeitsform und natürlich diese Blockbusters, die wir alle kennen. Mobilität, Urbanisierung, Individualisierung als Hauptteil in der Gesellschaft, Globalisierung, Neoökonomie, dazu werde ich später noch kommen. Und das sind eigentlich sehr verlässliche Grundkräfte. Zukunftskräfte, Driving Forces, die Globalisierung hat 30 Jahre lang den Turbo eingelegt. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist ein globales System von Wertschöpfungsketten entstanden, was ungeheuer effizient war und was jetzt in die Krise gerät. Das war in einer ganz entscheidenden Art und Weise. Urbanisierung,
immer mehr Menschen sind in Großstädten. 700 Millionen Menschen in China allein in den letzten 20 Jahren sind vom Land in Städte, die innerhalb von Jahren aus dem Boden gesprungen sind. China hat so viel Beton verbaut in einem Jahr, letzten Jahr, wie Amerika in 20 Jahren. Also das sind unfassbare Dimensionen. Individualisierung, wir sind immer individualisierter. Aber können diese Trends eigentlich immer weitergehen? Immer mehr Kommunalisierung, immer mehr Verstädterung, immer mehr lineare Individualisierung? Das ist eben die Frage, wie entwickelt sich die Zukunft? Entwickelt sich die Zukunft in gleichförmiger Veränderung oder gibt es da noch andere Prinzipien? Und wir sehen dabei eben immer, dass es so eine Linearitätsfunktion gibt. Linearity Bias im Englischen. Also wir sind unglaublich froh, wenn wir in der komplexen Welt so eine Linie entdecken und dann sagen wir, es geht immer weiter. Digitalisierung großartig. Irgendwann wird alles digitalisiert sein und dann ist alles gut. Jetzt glaubt es sich, das ist nichts anderes als ein neuer Mythos. Vieles wird durch Digitalisierung auch aufs Schrecklichste verunstaltet. Und deshalb brauchen wir sowas, das ist ganz wichtig. Digitale Ethik wurde gerade genannt. Das ist eine ganz wichtige Position, die Folgewirkung digitalistischer Prozesse, die eben auch zu Monopolisten führen, zu Zerstörung von Kommunikation, zu vielem anderen zu verstehen. Und diese Linearitätsfunktion, Verzerrung müssen wir quasi in uns selbst überwinden, um zu verstehen, was Zukunft bedeutet und wie sie entsteht. Jeder Megatrend erzeugt einen Gegentrend. Das ist, die systemischen Gesetze sagen uns das ja. Trends wirken auf Systeme ein, die Systeme werden dabei attackiert, zerstört und die fangen an, sich zu wehren, die fangen an, Gegenimpulse zu entwickeln. Globalisierung hat einen massiven Gegentrend des Nationalismus erzeugt in den letzten 10 Jahren, weil Menschen sich davon überfahren fühlen. Aber auch im Positiven eine Sehnsucht nach Heimat zu suchen, nach Verwurzelung. Und was passiert, wenn diese trendliegende Gegentrend läuft, dann baut sich Spannung auf. Und wenn sich Spannung aufbaut, steigt die Möglichkeit der Krise. Und Zukunft entsteht immer durch sogenannte Rekursionen. Also ein Trend gerät an seinen Tipping Point, an seine Unmöglichkeit, an seine Sättigung, wenn man so will, und dann wird er repetiert. Das ist die Geschichte, wie wir sie kennen, nach der größten Pandemie des Mittelalters, nämlich der Pest im 14. Jahrhundert, begann die Renaissance. Das ist kein Zufall. Renaissance bedeutet die Rekombination von Mustern auf eine höhere komplexe Ebene. Die Renaissance war etwas anderes als die Wiederentdeckung des Menschen, des Individuums im Sinne der Antike und hat dann über einen langen Prozess in die Aufklärung geführt. Und diesen Widerspruch, dieses Paradox, was durch Trend und Gegentrend entsteht, Individualisierung gegen Kollektivsehnsucht, wie kann man das erlösen? Indem man es auf einer höheren Ebene komplexer macht. Das ist im Grunde genommen das Grundprinzip, ein systemisches Grundprinzip, in der Zukunft entsteht. Weil sonst würde der Trend kommt, dann zerfällt er, dann fallen wir wieder zurück in den vorherigen Zustand. Aber so funktioniert die Welt eben auch nicht. Man kann das ganz schön an Metadaten, an großen Datensystemen, mit denen wir auch arbeiten, zeigen, wie das unsere Welt entwickelt. Das ist das Gapminder-System von Hans Rosling, dem großen Weltstatistiker, der vor 3 Jahren gestorben ist, war sehr nah an dem Tag, gut bekannt. Und der hat uns ein System hinterlassen, in dem wir die Grunddaten der Weltveränderung visualisieren und darstellen können. Und das ist ein überall powerfules Tool, weil es uns die Zahlen auf einer ganz basalen Ebene bringt, von dem, was Menschen letztendlich bewegen oder was die Grundlage unseres Lebens ist, zum Beispiel Lebenserwartung, also wie lange wir leben im Durchschnitt ist, Einkommen, Gesundheit, Bildung, all diese großen globalen Themen. Das ist 2021, aber fangen wir mal an. Im Jahr 1807, da sehen Sie alle Länder der Erde, die Kugeln, die Größe der Kugeln sind die Einwohnerzahlen, sehen China und Indien, damals schon rechts ganz Amerika, Deutschland auch in der Mitte, die Farbe sind die Kontinente. Und Sie sehen, die mittlere Lebenserwartung liegt knapp über 30 Jahre. Und es tanzt hin und her, die Kriege gehen direkt in die
die Entwicklung des Wohlstands, der ist hier algorithmisch aufgetragen im Kaufkraftbereich Dollar. Und Sie sehen die Lebenserwartung der senkrechten Achse. Und Sie sehen, wie sich über die Jahrhunderte hinweg über die Krisen, über Krisen dieser Fahrt aller Nationen, also in dem Fall sind das eben die Länder, die klassischen Nationen, bildet. Und so sieht das eben heute aus. Und siehe da, man erkennt, selbst in den afrikanischen Ländern, blau, in den afrikanischen Ländern haben wir eine mittlere Lebenserwartung von 60 bis 70 Jahren inzwischen. Also wir haben auf der Ebene der Lebenserwartung eine viel größere Homogenität der Weltbevölkerung als in Richtung Einkommen. Also oben rechts sind die wohlhabenden Länder, China und Indien. Aber vergleichen Sie es mit der Position vorher. Und wenn Sie Deutschlands Linie bemessen, dann sieht die so aus. Das sind die Rekursionen, das sind die Krisen. Hier werden nur zwei Parameter bemessen. Also Einkommen und Kaufkraft wahrscheinlich und Lebenserwartung. Man kann das mit allen Parametern der Erde machen. Das ist unglaublich spannend, wie die einzelnen Länder sich entwickelt haben, welche Winkelzüge sie gemacht haben. Das erinnert ja auch an eine menschliche Biografie her. So, da ist die Pubertät, Phase, da ist die Ehekrise und da oben ist der Altersstrom. Also so, als ein Wirkungsnetz können wir uns die Kräfte vorstellen, die die Welt verändern. Und darin können wir uns klug leiten lassen von Daten. Nur so Daten kann man sehr, sehr leicht funktionalisieren und es ist sinnvoll, sie anders zu interpretieren in einer anderen Sichtweise, nämlich aus der Sicht des Possibilismus. Ich werde immer gefragt, warum sind Sie so optimistisch? Ich bin überhaupt nicht optimistisch. Es gibt furchtbare, schreckliche Dinge, wollen wir darüber jetzt reden? Nein, wir brauchen Optimisten und Pessimisten, aber das können wir doch gar nicht identitätsmäßig abbilden. Können Sie den ganzen Tag dann wieder Optimist oder Pessimist sein? Das sind beides Wissen. Ideologien. Das eine ignoriert das andere. Und Hans Rösling hat immer gesagt, als er von Journalisten gefragt wurde, warum sind Sie so optimistisch für die Zukunft der Welt? Und er hat immer gesagt, ich bin nicht optimistisch, ich bin Possibilist. Ich denke in Möglichkeiten. Und der hat wunderbare Dinge getan. Ich versuche so ein bisschen auf seinen Faden zu wandeln, aber heute werden Sie das nicht erleben. Der ist auf die Bühne gegangen, hat eine Entwicklung über die Reduzierung der Armut auf der Welt. Haben Sie sowas immer schon in den Zeitungen gelesen, die Reduzierung der Armut in der Welt? Und dann hat er einen Schwertbeschmuck. Und so einen ganz beliebten Ringerkostüm als Statistiker. Und er hat gesagt, wenn ich einen Schwertschmuck kann, können wir auch den Rest der Armut besiegen. Das war Zukunft. Das war unmittelbare Zukunft. Also wie geht das weiter mit der Globalisierung? Der neue Begriff ist Glokalisierung. Die Verbindung des Lokalen mit dem Globalen auf einer neuen Ebene. Das ist das, worauf die Welt geht. Weil die alte Form der Globalisierung war ein Überfahren. Und diese Globalisierung hat spätestens ihre Symbole hinterlassen, seit dieser große Tanker, nicht Tanker, sondern dieses große Containerschiff im Suezkanal steckt. Und eine Woche nicht herauskam und wir plötzlich merken, da sind ja lauter Teile drin, die wir kriegen, brauchen am Baumarkt, an unseren Handys, wo auch immer. Und diese Kaskade geht immer weiter. So sieht es heute im Radarbild vor dem Shanghaier Hafen aus oder am Hamburger Hafen sieht es nicht anders aus. Die ganzen globalen Wertschöpfungsketten, diese langen, gestreckten Teilchenproduktionen, in denen jedes Tisch mit Geld verdient, die fangen an auseinander zu brüllen. Die werden sich nicht wieder zusammenfügen. Das ist wie bei dem Hamstack. Bei dem Ei, es zerbricht, versucht sich mal wieder zusammenzusetzen. Es wird so nicht funktionieren. Wir brauchen eine neue Ära der Globalisierung, in der wir das Lokale mit dem Globalen kombinieren. Wir werden die Globalisierung ja nicht verlieren. Ja? Wollen wir alle ausländischen Küchen in Würzburg zu machen? Und was bleibt dann übrig? Bratwurst. Auch schön. Aber Bratwurst schmeckt besser, wenn man auch was anderes hat. Und wir werden das, was wir erlebt haben, als Gemeinsamkeit der Menschen, das werden wir auch nicht vergessen. Also wir brauchen eine andere Globalisierung. Und die wird eben so aussehen, dass wir aus dieser alten, wir delegieren billige Arbeit, die Billiglohnländer, werden wir wieder komplexere, lokale Strukturen aufbauen. Das beginnt in den Nahrungsmitteln. Führt eben heute dazu, dass wieder alte Produktion zurückgeholt werden. Solarenergie, Medizinproduktion, alles, was wir
letztendlich delegiert hat, weil diese Systeme nicht resilient sind gegenüber Krisen. Und so können wir quasi das Prinzip von Trend und Gegentrend und Synthese unter Arthur Hegel der Trendforschung als eine Art Schlüssel für alle Entwicklungen uns vorstellen. Urbanisierung hieße eine neue Verbindlichkeit zwischen Ländlichkeit und Stadt. Urbanisierung und Rural sind ländlich. Und siehe da, die Wanderungsströme haben sich verändert. In der Corona-Krise haben wir plötzlich eine Umdrehung der Wanderungsbewegung gehabt. Und natürlich geht das dann eine Zeit lang wieder in die andere Richtung, aber vieles davon bleibt auch und wird zu einer neuen Struktur führen, weil das städtische Leben in dieser Pandemie-Erfahrung für viele Menschen auch eng geworden ist, bedrohlich geworden ist, weil es eine Sehnsucht gibt, rauszugehen in die Natur. 2011 können Sie sehen, rote Flecken überall über Deutschland, vor allen Dingen Ostdeutschland. Das ist der Bevölkerungsverlust. Und dunkelrot heißt teilweise bis zu 5% Verlust für die Bevölkerung pro Jahr. Und das bedeutet, dass ganze Regionen sterben. Und zwar deshalb, weil vor allem die Jungen und die Frauen in die Großstädte ziehen. Und wenn Sie da ein junger Mann sind in einer solchen Region, dann würde ich auch Nazi werden. Entschuldigung, aber das kann man verstehen, dass es doch Zorn gibt. Eine der, wenn die Frauen weg sind, ist immer, ist Ihnen schon aufgefallen, das kann schwere Folgen haben. Und heute, also 2020, sieht es so aus, dass die Einwohner verlierenden Gebiete sind die Städte. Die Menschen machen sich auf den Weg langsam, das sind erstmal Prozentzahlen und es wird jetzt auch kein Exodus geben aus den Städten. Nein. Urbanisierung heißt ja, dass die Stadt dörflich wird, dass sich dort Gemeinschaften bilden von Kooperationen, Coworking, Co-Living, neue Kooperationsformen des Lebens generell, weil die Menschen wollen wieder etwas miteinander zu tun haben. Sie sind vor allen Dingen die Isolation satt. Und auf dem Land entwickeln sich urbane Kulturen für Städte. Und dasselbe mit Arbeit. Die Arbeit, unsere Arbeit ist geprägt vom industriellen Zeitalter, vom Fabrikzeitalter. Das langsam über Jahrzehnte, vielleicht über ein Jahrhundert zu entwickeln. Das Fabrikzeitalter war eben bestimmt vom Takt der Maschinen. 8 Stunden Arbeit am Tag an einem Ort, möglichst lebenslang für einen Arbeitgeber. Und dieses Standardmodell versuchen wir immer wieder zu erfüllen, aber es löst sich längst auf und es hat sich massiv aufgelöst in der Corona-Zeit. Und die alten Formen hierarchischer Strukturen werden plötzlich hinfällig, sie werden hohl. Sind vor allem auch uneffektiv geworden. Arbeit erhebt sich von den Plätzen. In Raum und Zeit haben wir schon ein bisschen Flexibilisierung der Arbeitszeit entwickelt, aber jetzt tun wir das eben auch im Raum. Also, dass man woanders arbeiten kann, als nur an einem Platz und in einem Büro. In Amerika nennt man das Great Resignation. Wir erleben eine Umkehrung der Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit. Wir haben uns jahrzehntelang davor gefürchtet, Massenarbeitslosigkeit, zu viele Menschen, zu wenig arbeiten. Das ist genau das Umgekehrte. Es gibt keine Branche, die nicht verzweifelt nach Mitarbeitern sucht. Wenn Sie heute Handwerker sind, sind Sie der König und kriegen Sie auch selber keine Mitarbeiter mehr. Und das ist ein interessanter Effekt, weil es bedeutet, dass dieses System industrieller Arbeit die Lohnabhängigkeit selbst aus den Fugen gerät. Und wohin das geht, was wir daraus entwickeln, das liegt letztendlich an uns. Ob wir husch husch ins Körbchen wieder zurück ins andere System gehen, nach voller Arbeitszeit, Männer, Frauen sind zu Hause, das war immer sehr praktisch, bald sehr ordentlich, aber es war letztendlich auch nicht sehr lebendig. Und die entscheidende Frage, die möchte ich jetzt mit Ihnen in Form eben eines weiteren mentalen Musters versuchen zu besprechen, ist: Was ist eigentlich mit dieser großen Transformation, von der wir ja wissen, dass sie stattfindet? Wir sind dabei, aber wir haben ein ganz anderes Gefühl, nämlich die Defossilisierung oder die ökologische Wende, oder wie immer man das nennt, die Überwindung der Kohlenwasserstoffe, aus denen unsere Energieproduktion entsteht. Wer von Ihnen glaubt daran, dass das gelingen wird? Sie geben mir
ehrlich, dass ich im Grunde genommen überhaupt nicht daran glaube, dass das funktionieren kann, weil 85% der Deutschen glauben das nicht, sondern haben eigentlich das Gefühl, wir haben versagt, nicht funktionieren, der Planet wird sich immer weiter erhitzen, auch das, was ich wirklich mache. Wir haben verloren. Aber vielleicht ist auch alles ganz anders. Und das möchte ich Ihnen im Sinne einer Technik, die wir die Regnose nennen. Prognosen ist ein, ich kann viele Prognosen machen. Die Frage ist, was nutzen Sie? Ja, wenn wir zum Beispiel Prognosen bei einem großen Unternehmen machen, dann möchte ich aber gerne Planwirtschaft ausbauen. Sagen Sie uns, wie wir in 10 Jahren aussehen werden. Ich sage, keine Ahnung, das hängt ja von Ihnen ab, oder? Aber Prognosen werden geglaubt oder nicht geglaubt. Meistens werden die nicht wahrgenommen, die wahr sind. Wissen Sie, was man am besten voraussagen kann? Von allen Systemen, die Zukunft einer Ehe. Es gibt einen wunderbaren Test, entwickelt von den Gottmans, 2 amerikanischen Paarforscher. Die machen einen Test mit ihnen, dann kann man hinten in so einen Raum gehen, dann werden sie einfach gebeten, 20 Minuten über sich zu reden, wo gehen sie hin, wo Urlaub, Kinder, was auch immer, das neue Auto. Und dabei werden sie mit Hochleistungskameras und Mikrofonen aufgenommen. Und dann kann man in einer Analyse, also kann man übrigens auch künstliche Intelligenz benutzen, kann man genau herausarbeiten, was sind die emotionalen Übertragungen zwischen diesen beiden Paaren. Ja, und die höchste negativste, minus 10 Punkte, das ist ein Punktesystem, das Bad-System heißt das, ist Verachtung. Wenn Sie Ihren Partner verachten, das ist ziemlich schwer in Zukunft. Und das sieht man aber deutlich auf dem Film, dann sieht man so die Augenbrauen hoch, rollt, du wirst es nicht verstehen. Er hat keine Ahnung. Und wenn Sie da über einen gewissen Prozentsatz kommen, ist die Ehe gescheitert. Und dieses System ist in der Prognose von Partnerschaften 95% sicher, hat aber keinen einzigen Kunden. Da geht niemand hin. Das, was wir sagen können, will niemand wissen. Und den Unsinn wollen gerne alle glauben. Das ist ganz oft das Schicksal der Prognose. Und deshalb brauchen wir Regnose. Und Regnose sind etwas anderes, da nutzen wir unseren Future Mind, da nutzen wir unser Hirn dazu, das kann nämlich Zeitreisen. Das ist die Eigenschaft des Menschen, was uns auch unterscheidet von Tieren. Und mein Hund weiß zwar, wenn der Ball fällt, kann den sehr gut fahren, aber er weiß ja nicht, was man strategisch mit dem Ball macht. Das beruhigt mich, ehrlich gesagt. Und weil ich dann Bälle sammle und Bälle teile und alle und das wäre bedenklich. Und das ist etwas, was unser Hirn tatsächlich kann, wenn es sich der Zukunft nähert, sich die Zukunft vorzustellen und sie dadurch in einer gewissen Art und Weise real zu machen. Also wir glauben, dass wir in einem Missverständnis sind und dass uns eine innere Blockade gefallen hat in Bezug auf die ökologische Transformation. Und deshalb nennen wir die Transformation, die vor uns liegt, nicht die grüne, sondern die blaue. Nicht so sehr aus parteipolitischen Gründen, aber auch. Denken wie Habeck, sondern weil wir glauben, dass es wichtig ist, das neu zu framen. Die blaue Ökologie unterscheidet sich von der grünen Ökologie durch einen anderen Frame. Also der Frame ist immer das, was wir, der Rahmen, in dem wir denken, unser Denkrahmen. Und die grüne Ökologie, die grüne Wende ist im Grunde genommen immer durch Wasserverzicht und Knappheit, durch das Problem, dass wir nicht dürfen, dass wir nicht können. Und das hat gewisse Auswirkungen, weil unser Hirn funktioniert in Richtung auch Probleme so, dass es sich in sie verliebt. Kennen Sie Menschen, die immer morgens aufstehen und das erste Wort ist und sagen, das Problem? Und die eigentlich nur über Probleme reden, je mehr sie über Probleme reden, desto mehr Probleme gibt es. Weil niemand hier war natürlich. Und ein Glaube, Transformation würde verstehen, dass diese Transformation, die wir machen, nicht von Mangel geprägt ist, von Verzicht. Verzicht kann sinnvoll sein. Ganz sinnvoll. Ich finde, das haben wir gerade auch gesehen bei Corona, da hatten wir Zwangsverzichte, die aber zu neuen Sichtweisen führen. Und wenn Sie zum Beispiel weniger Fleisch essen, wenn Sie nicht vegetarisch sind, wie gut Fleisch schmecken kann. Und auch wie gut Gemüse schmecken. Also Verzicht, aber aus Verzichtsgründen, aus moralischen Gründen, hat immer eine spaltende Wirkung auf uns selbst. Und die Natur, und darum geht es ja, es gibt jetzt unser Naturverhältnis, ist ja nicht knapp. Die Natur ist ja
üppig gehen sie in einen Dschungel rein, da herrscht reinste Verschwendung. Ja, jetzt soll man den Dschungel anbrüllen und sagen, spar mal ein bisschen Energie. Ja. Das ist, glaube ich, die falsche Antwort. Sondern zu verstehen, wie gehen wir sanft von unserem inneren Problemtroll in eine Art, also schieben wir den in eine Art Diaspora. Der innere Problemtroll ist, ich war mit meiner Familie vor 3 Jahren in Island, und da gibt es diese kleinen Trolls, die sind so 3 cm groß, ne? Also erzählen die Isländer. Und die wohnen da in Tuffstein, und wenn man mit dem Auto durchfährt, schmeißen die immer so Steinchen an die Mittelscheibe. Also wir haben das erlebt. Und das ist mein kleines Strohbelexperiment. Und die haben eine Eigenschaft, wenn man sich zu ihnen runterbeugt und mit ihnen spricht über Probleme, dann werden die immer größer. Das Problem füttert wir dadurch, dass wir unser Hirn primen auf das Problem, das dann gar nichts mehr geht. Und dann wird der Troll immer größer. Der wird dann richtig groß. Also nicht mehr 2 Zentimeter. Geht mal ins Internet, da gibt es ganz viele Bilder von solchen Trolls. Und die versperren uns den Weg in die Zukunft. Und das können wir nur lösen, indem wir durch eine Regelung sind, eine Wiedererfindung von uns selbst. Wir gehen in die Zukunft, stellen uns in die Zukunft vor und schauen zurück. Selbst, wie wir damals waren, was wir gedacht haben, und bekommen eine andere Perspektive auf die Welt. Ja, der Internet-Troll ist natürlich die anders kultivierte Form da, ne? Der böse Geist, der stets verneint, aber der züchtet sich auch selbst. Das Virus in einer unfassbar vielen Artvielfalt. Also, wir gehen in die Zukunft, ins Jahr 2050, das ist ja das Jahr, in dem wir uns als Zivilisation vorgenommen haben, CO2 frei zu werden. Es geht nicht darum, ob es da jetzt noch Restbestände gibt, da will ich gar nicht umschreiben, sondern ich will diesen Weg gehen. Wie könnte das gehen? Und wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass wir das hinbekommen? Das ist die Zeitschrift von meinem Freund Julian, die ich Ihnen nachher noch ein bisschen zum Abschied vorstelle. Eine Diagnose, in der wir aus der Zukunft in die Gegenwart schauen. Also, wir haben es heute. Und der internationale Kapitalismus ist ja flexibel. Ein großes, also für viele ist Kapitalismus ein ideologischer Begriff, aber Kapitalismus will florieren und gedeihen wie ein Virus. Man möchte Geld anlegen für Dinge, mit denen man Geld verdienen kann. Und stellt sich jetzt vor, es würde jetzt in den nächsten 5 Jahren eine gigantische Umverteilung des Investitionskapitals der Welt geben, ungefähr 100 Milliarden Dollar würden in den erneuerbaren Energiesektor gehen. Das ist nämlich genau das, was momentan passiert. Es gibt keine Bank, die nicht händeringend würde nach solchen Investitionsmöglichkeiten. Es gibt nur noch zu wenige, aber der Bedarf ist da. Und dann würde, mal angenommen, China im Jahr 2028 sagen, wir haben den Carbon-Ausstoß-Peak erreicht. Xi hat es ja gesagt, wir wollen in diesem Jahrzehnt noch den Peak erreichen. Und von da an wird China massiv zurückgehen in den CO2-Ausstoß. Das heißt auch nicht, dass der atmosphärische Wert sinkt, das dauert noch 30, 40 Jahre danach, aber es wird eigentlich ein gewaltiger Durchbruch für den gesamten Prozess der Carbon-Reduzierung. Und das können wir eben sehen, wir können das auch in Zahlen belegen, wie sich das entwickelt. Wir können sehen, wie sich die Kapitalentwicklungen verschieben in die andere Richtung. Wir können sehen und spüren, wenn wir nicht nur den Problemtroll ansteuern, wie sich überall in den erneuerbaren Energien Kaskaden von Innovationen bilden. Innovationstechnologie hat ja die Eigenschaft, es geht manchmal langsam voran, mühsam Grundlagenforschung. Und dann kommt so eine Phase, wo sich das massiv skaliert. Denken Sie dann, wie schnell es dann gegangen ist oder mit dem iPhone. Und dasselbe passiert momentan mit erneuerbaren Energien. Vor 10 Jahren habe ich meine erste größere Solaranlage auf Dach meines Hauses gebaut. Die hat 6-mal so viel gekostet und war ungefähr ein Sechstel weniger produktiv als meine heutige. Also an einem Tag wie heute produzieren wir mit einer relativ kleinen Fläche, zwischen 80 Kilowatt, das ist schon eine ganze Menge. Fahren nur mit Elektroautos, laden die dann auch selber. Und wir werden hier, das ist so eine wandernde Welt, die ich Ihnen jetzt zeige, mit verschiedenen Innovationspunkten und verschiedenen einzelnen Trends im Bereich der Dekarbonisierung.
Wir haben große neue Projekte, die vor der Eröffnung stehen, aber vieles ist auch schon in Gang. Wellenkraft zum Beispiel noch gar nicht erschlossen, hat aber unfassbare Potenziale. Ganz neue Formen von Turbinen, die Sie da unten sehen. Power to Gas und vieles. Und nur ein Beispiel. Wir haben eine Entwicklung von ungefähr 2000 Atomkraftwerken im Bereich eines Solaren. Das ist nur ein Teil der erneuerbaren Energien. Das sind so die größeren Felder. Ein kleiner Ausschnitt von dieser gigantischen Liste von den riesigen Solarfeldern, die jetzt vor allen Dingen in China, in Indien und vor allen Dingen in Wüstengebieten Arabiens eben entstehen. Das nimmt kaum jemand wahr, aber das ist ein riesiges, großindustrielles Projekt, das mit dem Straßenbau vergleichbar ist. Und das wird eine Gang. Und die neuen Kraftwerke laufen rund um die Uhr, da brauchen wir auch keine Speicher mehr. Das sind die Spiegelkraftwerke zum Beispiel in der Negelwüste. Die haben ungefähr die Hälfte eines Atomkraftwerks als Power, die laufen rund um die Uhr, da wird der Dampf nicht durch heiße Erde oder durch Salzlake gefördert. Und diese großen Felder werden natürlich die Wasserstoffproduzenten der Zukunft sein. Und die Preise fallen und fallen und fallen bis in den Mikrobereich. Das hier ist die erste Ausbaustufe eines großen Feldes in Ägypten. Das wird so groß wie, ja, könnte sagen, ein Drittel Hessens in diesem Bereich. Oder das allergrößte, was momentan gerade beginnt, sich zu realisieren, auch in einer ganz klugen Sozialpolitik gegenüber den Aborigines, weil denen gehört, dieses Land, auf dem das errichtet wird, wird das größte Solarkraftwerk der Welt mit einer Tiefseeleitung nach Singapur und den Osten, also da unten in diesem 2000 Kilometer großen Bogen, wo immer Wind weht und immer Sonne ist. Und das ist das allergrößte Projekt, was wir im Moment kennen, und es hat sehr gute Chancen auf Realisierung, weil Australien vollzieht gerade eine Wende in dieser Beziehung. Andere Formen, die wir noch, wie gesagt, noch gar nicht angefangen haben, Wind jetzt, die Dänen investieren gerade in eine große Insel in der Nordsee, die 9 Millionen Haushalte Europas mit Strom versorgen wird durch vier große Felder. Skandinavien hat ja da große Vorteile. Wir hatten in den letzten 3-4 Wochen allein in Dänemark schon 10 Tage, in denen die Windenergie an Dänemark allein für die gesamte Stromproduktion ausgereicht wird. Einschließlich schon relativ viele Elektroautos. Und wir sehen, dass in Europa dieser grüne Anteil erneuerbarer Energien in den meisten Ländern, nicht in allen, aber in den meisten Ländern, doch massiv wächst über den Tag. Diese Meldung sehen wir nicht, weil mediale Systeme, ich rede nicht von den Medien, die sind sehr unterschiedlich, ich bin ja selber auch Journalist, ich war bei der Zeit, es gibt natürlich Ausnahmen, aber in einer Erregungs- Aufmerksamkeitsökonomie gilt natürlich nur das, was uns Angst macht. Und analysieren Sie mal die Meldungen, die Sie bekommen. Das sind immer Teilwahrheiten, keine Brocken. Und vor allen Dingen müssen Sie dabei bleiben. Sie sollen klicken, Sie sollen sich damit beschäftigen, Sie sollen Ihren Troll füttern. Weil das bringt Anzeigen am Ende. Und deshalb werden die Dinge nie im Zusammenhang, sondern immer nur in den Phänomenen und immer nur als Gefahr beschrieben. Und das Negative setzt, saugt sich an unseren Hirn fest. Wie ein Symbiont. Wir sind heute bei diesem Anteil 2015 von grünen Energien in der Stromerzeugung, und diese Entwicklung wird rasch weitergehen nach den heutigen Skalierungsmöglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten. Sie sehen auch, der ganze Kuchen wächst natürlich, weil wir brauchen auch mehr elektrische Energie, und das ist aber nur ein Millionstel dessen, was uns dieser wunderbare, ganz gut funktionierende, also manchmal auch zickige Fusionsreaktor über unseren Köpfen jeden Tag schickt. Nur ein winziger, winziger Bruchteil. Das ist führend. Also die Angst, das ist nicht reinigt, die ist uralt, die steckt in uns Steinzeitmenschen drin. Ja, schon wieder ist das noch alle. Aber nein, in Bezug auf Energie haben wir eine unfassbare Fülle. Wir reden ja nur hier erstmal nur von Solarenergie. Die gesamte Welt mit der heutigen Verbrauch zu elektrifizieren, in diesem Quadrat. Ja, und wenn wir dann auch alle Autos und alle industriellen Prozesse solarisieren, dann brauchen wir natürlich doppelt so viel. Aber wir haben natürlich auch noch andere Anwendungen, Wind, Geothermie und vieles andere. Also allein in Deutschland, um das mal auszurechnen, wir haben halt 60 Gigawatt, das sind ungefähr 45 Atomkraftwerke, allein Solarenergie. Wir brauchen 400 Gigawatt, um die
Klimaziele zu schaffen. Und wir hätten locker, wenn wir nur die Hälfte aller Fabrikhallen zusammensetzen würden, in Deutschland hätten wir unfassbare Möglichkeiten, 3260 Gigawatt Windsolar ganz einfach zu erzeugen. Das sind Übermöglichkeiten, mit denen wir gar nicht umgehen können, weil wir natürlich starren wir immer auf das, was noch fehlt. Aber es muss sich immer fehlen. Zum Beispiel Geothermie ist etwas, was noch gar nicht richtig angefangen hat. Unglaublich einfache, auch einfach zu erreichende, mit ein bisschen Bohrungen können wir die Wärme der Erde anzapfen. In meiner Stadt, in meiner Wahlheimat Wien, wird man jetzt ein großes Fernnetzwerk damit bauen. Und das geht in vielen Gegenden der Welt, kann man mit Geothermie ungeheuer viel Wärmeprobleme lösen. Und auch die Batteriesysteme werden immer komplexer, immer möglicher, immer verschiedenhafter. Also wir können durchaus heute auf breiter Front elektrische Energie speichern, auch große Mengen davon. Und so können wir uns quasi durch die einzelnen Bereiche unseres Lebens tasten und diese Transformation benennen. Hinter jedem dieser Punkte steht letztendlich eine endlich entwickelnde Industrie. Also wenn da steht Energiefenster, dann steht da nicht einfach nur ein Satz. Sondern es gibt heute bereits 15 Firmen auf der Welt, die Fenster als solare Energieproduzenten anbieten. Wir bauen gerade eins davon experimentell in unser Haus ein. Und Städte könnten carbonfrei werden, relativ früh. Es gibt auf der Welt ungefähr 1000 Städte, die sich diesem Ziel 2030, das wurde zum Beispiel Kopenhagen, verpflichtet haben. Und je mehr Energieproduzenten wir haben, desto sicherer wird das System. Wir haben 2,3 Häuser, die Energie produzieren in Deutschland. Dazu braucht man natürlich auch leistungsfähige Netzwerke. Dazu braucht man auch künstliche Intelligenz, um das richtig zu steuern. Aber die Möglichkeiten sind eben mehr als da. Dasselbe in der Automobilität. Die Schweden experimentieren gerade mit Induktion in den Elektroautos auf den Straßen. Also man kann auf Straßen auf so eine Schiene bringen. Die Stromleiter funktionieren auch im Winter, wo das Auto drüber fährt und wenn man alle 100 Kilometer, 10 Kilometer damit belegt ist, dann müsste man nie mehr einen Stecker rein und raus. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin seit 10 Jahren Elektroautofahrer ausschließlich, überall hingekommen, einmal zum Rot und wieder zurück. Ich bin noch nie liegen geblieben und treffe da auch Leute, die sagen, wie oft sind die schon liegen geblieben. Man muss sich ziemlich blöd anstellen, um liegen zu bleiben in Elektroautos, aber das sage ich dann lieber nicht. Alles hat eine Evolution, auch die Technologie in Bezug auf ihre Finanzierbarkeit. Zum Beispiel eine wunderbare Idee, um das zu beschleunigen, neben dem, was wir schon haben, was jetzt endgültig verabschiedet worden ist, im Europäischen Parlament der Bewertung, der ökonomischen Bewertung von CO2-Ausstößen, wäre doch die Idee ganz toll, die Kim Stanley Robinson in seinem Klimaroman The Ministry of the Future ein Carbon Coin. Carbon Coins ist eine virtuelle Währung, die wird ausgeschüttet, nicht dadurch, dass man unsinnige Rechenoperationen im Computer macht, wie das ja bei der momentanen Cyberwährung der Fall ist, die gerade zusammenbricht, sondern wenn sie CO2 vermeiden. Also ich bin seit 3 Tagen mit dem Elektroauto in Deutschland unterwegs und ich würde jetzt für diese Tour was überwiesen kriegen auf mein Carbon Coin. Was meinen Sie, wie schnell die Leute sich daran bereichern werden? Würde ein unfassbar. Sie würden heute alle vegan essen wahrscheinlich. Freiwillig, weil sie so gierig sind nach Carbon Coins. Es hätte doch einen ganz erstaunlichen und sehr wirksamen Korruptionseffekt. In die richtige Richtung. Dasselbe dann für die Landwirtschaft, ich würde gesagt nicht ins Detail gehen, und für unsere Stoffkreisläufe, das ist natürlich ganz entscheidend, wie kriegen wir die Skalierung unserer Rohstoffketten in eine Müllvermeidung, nicht mal eine Müllvermeidung, sondern in einem Upcycling, in einem Cradle-to-Cradle. Das ist im Grunde genommen das, worauf alles hinausläuft. Es gibt nicht zu wenig Moleküle oder auch nicht selten Moleküle. Wir können heute immer mehr auch Moleküle ineinander verändern durch neue Materialtechniken. Wir müssen es noch intelligent eben tun. Das zum Beispiel ist eines der Produkte, die man dort einführen kann. Das ist Carbon Vodka. Aus erneuerbaren Energien und CO2 gemacht. Gibt es schon in einigen Bars in den USA. In New York kann man saufen gegen den Klimawandel. Auch das würde ja mit dem Brückenfest, glaube ich, doch erheblich CO2-Reduzierung mit sich bringen.
Oder Solein, eine Firma in Finnland, die aus CO2 und erneuerbaren Energien Nahrungsgrundstoffe macht. C ist Carbon, das ist das Grundelement des Lebens. Und da gibt es schon Nudeln, die man aus der Atmosphäre derivierten CO2 quasi essen kann. Das sind eben die spannenden Entwicklungen, die sich heute an den Grenzen von erneuerbaren und ökologischen Technologien entwickeln. Wenn man Kohlenstoff so managt, dass er nützlich ist, kann man den Kohlenstoff sehr verschwenderisch umgehen. Ein großer Fußabdruck ist dann gar nicht schlecht. Das schreibt auch Michael Baumgart, der große Provokateur, mit ihm befreundet. Er ist quasi der Träger von Cradle-to-Cradle-Technologien. Er führt das in vielen Fabriken weltweit ein, nach einem Druck von 300 Tierlingen, die das machen. Auch in chinesischen Fabriken, das ist eine gigantische Bewegung und die ist auch eben viel weiter als das, was wir darüber wissen, weil in den Medien wird das nicht gezeigt. Intelligente Verschwendung heißt das ein wunderbares Buch, was eben diese blaue Denkweise gegen die grüne Denkweise setzt und dadurch unglaubliche Energie im Geist freisetzt. Also ein grüner Fußball. Wir müssen also nicht auf zehn Spitzen, so diese übliche Debatte, die man so hat, was auf Wasser zu verzichten ist, dein Fußabdruck ist zu hoch, ja, dieses schlechte Schuldgefühl, aus Schuldgefühl wird meistens nicht gut. Aber wir könnten es auch so bauen, dass wir groß, breitflächig und großen Schuhen durch die Welt gehen, weil unsere Fußabdrücke nämlich grün oder eben blau sind. Die Firmen, die dort in den Startlöchern stehen, die werden mal so groß wie in andere kleinen Action Companies. Ich zeige Ihnen nochmal so ein paar. Das Art dieser verschiedenen Billioneninvestitionen in den ökologischen und den Klimasektor sehen, dann kann man das hier in den einzelnen Sektoren sich anschauen. Dance ist eine neue weltweite Firma für das Leasing und den Verleih von Elektrofahrrädern. Innovatec ist eine Destillierungsfirma für CO2 aus der Atmosphäre, mit dem man dann einen Grundrohstoff hat. Die sind bereits am Arbeitsamtvertrag über 4,6 Millionen Liter E-Fuels. Man kann daraus auch Kerosin und andere Stoffe bauen. Wildbank ist eine weltweit operierende Firma, die aus Plastikmüll ein ökonomisches System gemacht hat. Die zahlen Müllsammlern vor allen Dingen in den plastikverseuchten Ländern Geld, also richtige Löhne. Und aus diesem Plastik wird dann in einem Derivatverfahren ein robuster und wiederum recycelbarer Grundmüllsack für die ganze Welt gebaut, der eben ganz andere Eigenschaften hat. GA Drilling ist eine weltweite Firma, die eben Bohrungen, Tiefenbohrungen macht im Bereich der Geothermie. Supermeat ist die nächste Folge von Impossible Food und viele andere Fleischderivate. Die arbeiten mit Bioreaktoren, da wird eben aus Zellen wird Fleisch gemacht. Das ist noch interessant, wie sich das durchsetzt. Da gibt es auch die ersten Experimente damit. Würden Sie einen Burger aus Bioreaktorfleisch essen? Die Frauen zu 80% nicht, die Männer zu 90% ja. Die restlichen 10% sind schlechtes Gewissen bei den Männern. Oder Cafenia, eine Firma, mit der die Lufthansa zusammengearbeitet hat, die aber jetzt ihre eigenen Wege geht. Carbon Fuels, ebenfalls aus der Atmosphäre, die sich einzeln zeigen jetzt. Prometheus Materials, die Beton produzieren, das ist jetzt in der Massenproduktion bereits noch doppelt so teuer. Beton, das ist noch viel zu viel. Aber es ist eben die Frage, ob wir für diese Produkte nicht wie für Biomaterialien auch mehr Geld ausgeben. Und das ist nicht nur eine soziale Frage. Wir versuchen das immer mit sozialen Argumenten dann totzuschießen. Aber das ist, glaube ich, falsch. Und hier noch ein praktisches Beispiel, das sind Mud Jeans aus Holland, beziehungsweise nicht aus Holland, sondern aus der ganzen Welt. Das sind Cradle-to-Cradle Jeans. Leasing Jeans kosten 8 Euro im Monat, ein Jahr länger zu uns. Wir haben so nette Rückschicksäcke. Und wenn sie zerfetzt sind, wenn ich sie dann gar nicht zerlügen habe, nach 4 Jahren, schicken wir sie zurück und es werden neue Jeans rausgebracht. Alles zertifiziert, so wie man das will, ordentliche Löhne, man kann in die Fabrik reinschauen. Die haben gerade eine Handel Watch Party gemacht. Die sind jetzt auf einen Stoff, haben sie geschafft, aus 100%. Also hier muss man immer noch, wir sind immer noch 40% der Biobaumwolle beigemischt in das Rezyklat.
Aber die nächste Generation wird 100% fertiger. Cycle ist auch eine wunderbare Website. Wir haben da vier große Abos für unsere vier Familienmitglieder. Sie klicken nur noch an. Und dann wird on demand werden diese Jeans produziert. Sie sind nur unwesentlich teurer als normale Jeans. Und sie gehen in einen ewigen Kampf. Und Sie können mir glauben, es ist ein anderes Gefühl, hier vor Ihnen zu stehen, als mit Ihren ganzen verseuchten Kleidern, die Sie am Leib haben. Ja, mit denen Sie den Planeten verseuchen. Aber das ist ja Ihr Problem. Das ist Ihre Schuld. Ich kann ja nichts dafür. Und ob wir dann 2045, wir sind ja jetzt in keine Zeitreihe, noch kleine Atomkraftwerke brauchen eines neuen Typs, das wissen wir nicht. Oder Sequestrieren, also Entfernung aus der Atmosphäre, Verbringung in Tiefen gestalten. Aber wir haben die gesamten Instrumente, sie sind auf dem Weg. Wir haben die Toolboxes. Und trotzdem glauben sie nicht, dass es so möglich ist. Es ist nicht interessant. Wir sind so verliebt in unseren großen, fetten Troll, der in uns wohnt. So sehen dann neue Atomkraftwerke aus. Also ich bin auch hier, um sie ordentlich zu provozieren. Das müssen Sie sich schon gefallen lassen. 2050 dann werden wir an diesem Punkt sein, Hydricity. Wie gesagt, wir werden die 100% sicher nicht schaffen, aber ein großer Teil unserer Wirtschaft wird umgestellt sein auf Wasserstoff und Elektrizität. Das ist die größte Elektrifizierung der Geschichte. Menschen haben solche Übergänge immer schon geschafft, von der Stadtzeit in die agrarische Gesellschaft, von der agrarischen in die Industriegesellschaft. Denken Sie mal, was für Investitionen notwendig waren, um unser Straßenautosystem zu bauen, was uns heute terrorisiert. Das war gigantisch, das war eine irrsinnige Anstrengung, das war eine Verbindung aus System und Innovation und das wird uns in diesem Übergang auch gelingen. Allerdings setzt es voraus, dass wir diese innere Zukunft auch in uns tragen. Dass wir Ja zu ihr sagen, weil nur dadurch entsteht Zukunft. Solange wir uns im Trolls rausschicken in die Welt, geht nicht, wird es schwierig. Also, es geht nicht darum, diese einzelnen Dinge genau positionieren, sagen, oh, einige werden absterben oder werden sich nicht so praktikabel erweisen. Aber wir haben es längst die Tools und wir können uns selbst nicht annehmen in unserer Wandlungsfähigkeit. Aber die Steinzeit ist ja auch nicht ein Mangel an Steinen zu erkennen, oder? Also haben wir doch mal das Selbstvertrauen, wir teilen dieser Zukunft. Und zwar ab heute. Und ich glaube, dass sich die Zukunft dann zeigt, in uns zeigt, dass sie eigentlich in uns ist und nicht da draußen, also wie auf uns rasen oder auf uns zukommt, wie eine Lokomotive aus dem Tunnel, den wir gar nicht ausweichen können. Wenn eine neue Narration entsteht, eine neue Geschichte, die Menschen ergreift, die eben nicht nur Vermeidung ist, sondern auch Zuwachs von Lebensqualität, von Vitalität, von Verbindung zur Natur, wenn wir diese Melodie spielen können, Menschen dafür faszinieren können, dann werden wir anständig. Nehmen wir uns ein Beispiel an Corona und werden wir selbst anständig in einem positiven Sinne. Und diese neue Erzählung heißt auch, dass wir die innere Depression ablegen, mit der wir herumlaufen. Dieses Versagertum des Menschen, diese Schuldzuweisung, die letztendlich durch einen urchristlichen Mythos entstanden ist. Adam und Eva, man ist ein Apfel und ist schon glücklich. Schon ist es vorbei. Ja, und die Natur ist ganz heil. Mit dieser Löwe beim Lamm. Ich weiß nicht, ob Sie mal in der Serengeti waren, das beobachtet haben, der Löwe beim Lamm liegt. Die Verheiligung und Verherrlichung der Natur, das ist eher etwas, was nicht hilft. Wir brauchen einen neuen Mythos. Und den müssen wir uns selber schaffen. Wir sind gerade erst am Anfang. Our planet exists much longer. In the beginning, it was just a lonely rock floating in space. Only after 3 billion years of biosphere formed. Then came the plants, animals, and another billion years later, people. We have just arrived. And yet, our presence does not go unnoticed. With our limitless ingenuity and technology, we cause the rise of a new sphere on our planet, the technosphere. Just like the biosphere, it wants to grow and survive. We've never planned or invented this. It just happened to us, because we have just arrived. Still, we are not the anti-natural species that merely spoils and destroys nature.
and realize dreams. This is beautiful, this is natural, because the evolution goes on. Ja, zum Schluss noch eine kleine Hommage an Julian, meinen Sohn, der wird nächste Woche 25. Den wollte ich eigentlich mitbringen. Wir wollten eine kleine Ausstellung machen, das hat sich aber leider nicht ergeben, der ist anderweitig beschäftigt. Julian ist Künstler, viele von Ihnen sind ja auch Künstler, Grafiker, Zeichner. Ich war auch mal Comiczeichner in meinem Leben und habe das Glück, dass mein Sohn jetzt quasi diese mich weiterzeichnet. Ich habe das dann nicht so gut hinbekommen. Und er hat die Beings erfunden. Die Beings sind die Menschen, also das Menschliche, das Zukunftswesen Menschen. Und sie können eben in allen Formen, Farben und Konstellationen auftauchen und machen uns eben vor, wie die Condition humana gewissermaßen ist. Hier nur ein paar Sachen aus seinem Oeuvre. Gehen Sie mal auf seine Website, julianhawks.com, und ein großes Triptychon gemacht über Regnose und Apokalypse. Nach dem berühmten Bruegel-Altar mit schrecklichen Sachen von Corona und mit den Landschaften, durch die wir durchgereist sind, in Main, macht auch lustige Sachen, so über technischen Fortschritt zum Beispiel, oder auch erschreckende Sachen. Und wir haben ein paar Szenarien gemacht für die Entwicklung des Ukraine-Krieges, die er auch illustriert hat. Das war seine erste, am meisten nachgedruckte Zeichnung in der Corona-Zeit. Also die Kunst, wir brauchen die Kunst, wir brauchen die Kultur, um neue Sprachen zu finden, um das zu beschreiben, was im Wandel der Welt liegt. Und wir brauchen ein anderes Denken. Einer der wenigen, das bedauere ich sehr, weibliche Zukunftsexperten, Ursula K. Le Guin, ein großer Science-Fiction-Autor, hat mal geschrieben, die Welt verändert sich, wenn wir es lernen, in Rundungen zu denken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wie der Unterschied sagte, wir haben draußen noch den Bühnen.
vorbereitet. Der Herr Harz hat das eine oder andere Umkleidung signiert, wenn ihr wollt. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Kommt gut heim. Genießt den Sommer.